Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ich hoffe, dass man mich sieht und hört. Ich habe jetzt die Kamera eingestellt. Ist ein bisschen sonnig hier, aber gut. Also, ich grüße euch hier aus dem wunderschönen Sekeu. Da sind wir gestern Abend angekommen und haben dann hier eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden in so einem Resort hier nicht weit von der Hauptstraße entfernt. Es gibt mehrere, das ist gar kein Problem. Eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, ist sehr gut, sehr sauber, angenehm, preisgünstig, was soll ich sagen, einfach, ja, ist okay. Das sind die Preise, also normale für zwei Personen 350 Baht, wir sind jetzt drei Erwachsene und zwei Kinder, haben ein größeres Zimmer heute für 550 Bad. Das sind Aircon, Fernseher, Kühlschrank, alles drum und dran, sehr gut ausgestattet. Und ja, also die Anlage werde ich dann gleich nochmal zeigen. Aber so, wie gesagt, es sind sehr viele, so ist gar kein Problem. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist in ganz Thailand, kann man immer wieder so was Ähnliches finden, um zu übernachten, preisgünstig und okay. Ich meine jetzt, um Urlaub zu machen in so einem Resort, das wäre natürlich, ja, für Farang sowieso, glaube ich, nichts. Aber so, um ein, zwei Nächte zu übernachten, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ist das voll okay. Ja, wie gesagt, also ich bin jetzt aufgestanden, der Rest der Familie schläft noch. Und es war ziemlich heiß gestern, also so um die 42 Grad haben wir wieder gehabt. Und die Aircon ist die ganze Abend gelaufen. Es ist wie im Kühlschrank im Zimmer jetzt, aber die mögen es so. Und ich habe das erste Mal auch nichts dagegen, wenn die so auf Hochtouren läuft. Weil bei dieser Hitze, ja, und das dauert noch jetzt, wie gesagt, die ganze Woche wahrscheinlich oder auch noch länger. Schauen wir mal. Okay, und jetzt heute, der Kang hat ja in der Kaserne übernachtet und heute werden wir dann hinfahren und dabei sein, wenn er seine Entlassungspapiere kriegt. Und wie das da genau abläuft, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann schauen wir mal, wenn alles glatt läuft, können wir heute auch schon wieder zurückfahren. Wenn nicht, bleiben wir halt noch eine Nacht, ist auch kein Problem. Die Fahrt hierher war sehr angenehm, also normal 3,5 Stunden, sagen wir 4. Und gut, ein paar Baustellen oder so, aber kein Stau und war eigentlich angenehm zu fahren, ne? Ja, Sekeu, das kenne ich ein bisschen, hat sich sehr viel verändert, sehr viele Baustellen, Neubauten und so, also man erkennt kaum, wenn man 10 Jahre hier nicht mehr war, dann erkennt man das kaum noch, ne? Also ist ja klar, in 10 oder sind es jetzt sogar 11 Jahre, wo ich das letzte Mal hier war, hat sich sehr viel geändert, ne? Jetzt blendet mir die Sonne ins Gesicht. Okay Leute, dann würde ich sagen, schauen wir uns so eine Anlage noch mal ein bisschen genauer an. Ja, einfach vom Haupteingang her, ne? Nee, oder machen wir es einfach so. Also hier ist so was wie ein, ja, in der Mitte, da sind die Bungalows rundherum, so U-Form, nicht? Also hier sind die kleineren auf dieser Seite. Und hier dann die etwas größeren. Und hier haben die sehr schön gemacht, also grüne Fläche mit Tisch und Griller und für die Kinder so Schaukelpferde auch. Und ja, ist eigentlich sehr schön. Hier ist die Rezeption. Also das eine Seite die A und die andere B. Also hier sind die kleineren, glaube ich. Entschuldigung, und auf der anderen Seite. Und dann haben die noch so ganz große Bungalows, diese Holzdings da. Also so ungefähr sehen die aus. So wie kleinere Reihenhäuser. Jeder hat seinen eigenen Parkplatz. Das ist sehr wichtig. Das heißt, man kann das Auto neben dem Haus, neben dem Bungalow abstellen. Oben auch gleich, ja. Das ist immer gut, wenn das Auto in der Nähe ist. Man sieht, hier sind dann die größeren Bungalows. Aus Holz. Also das, die Anlage ist neu. Man sieht, die sind noch nicht ganz fertig mit der Baustelle. Und die Zimmer eigentlich sehr okay, sauber auf jeden Fall. Und man hat wirklich alles, was man so braucht. Also sehr guten Wasserdruck in der Dusche und
Auch sonst Kühlschrank, Aircon, Fernseher, was will man da mehr, Leute? So. Und wie gesagt, das ist jetzt so, das bietet sich an, wie soll ich sagen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und sucht hart nach einer Übernachtungsmöglichkeit zum Urlaub machen. Nee, ist das jetzt nicht unbedingt so geeignet, weil es kein Pool und kein dies und jenes, was man so braucht. So, also hier habe ich das Auto abgestellt und das ist halt unser Bungalow. Das hat ein Zimmer, schon etwas größer, kleine Küche ist auch dabei, Bad, also Bad ohne Badewanne natürlich, Dusche, Toilette und so, aber mehr braucht man ja auch nicht. So, und das ist jetzt schon nicht die Hauptstraße, sondern das Sträßchen, das geht dann so von der Hauptstraße weg, vielleicht 1 Kilometer noch ins muss man da reinfahren und dann ist man auch schon hier. Also hier, wenn man links fährt, kommt man auf die Hauptstraße und da ist dann gleich auch ein Markt und 7-Eleven und alles mögliche. Also Lage eigentlich sehr gut. Also das hier ist das Resort. Das steht nur thailändisch geschrieben. Also meine Frau hat mir ja gesagt, wie es heißt. Ich habe es natürlich vergessen. Und da ist jetzt auch schon die sehr schöne Baumwurzel hier. Ja, das sind auch schon die Preise und man kann auch anrufen. Nochmal näher. Also von 350 normales Zimmer bis 550. Das etwas größere, was wir haben. Und da ist nochmal der Name vom Resort. Steht auf Thailändisch. Aber gut, Farangs kommen auch, glaube ich, ganz selten hierher in die Anlage. Ne? Also, da sieht man es. Ist eigentlich, wie gesagt, neu und sehr schön. Ne? Ist jetzt, glaube ich, erst kurz nach 6 Uhr morgens. Und es ist schon richtig heiß, Leute. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel Grad das eigentlich sind, aber da kommt wieder was auf uns zu heute. Okay. Ich wollte noch kurz die Zimmer zeigen, aber meine Leute schlafen noch und deshalb lassen wir es dann jetzt einfach. Ja, die meisten haben hier auch so Waschmaschinen bereitgestellt. Kann man Wäsche waschen für, was weiß ich, 20 Baht oder so. Also was ist eigentlich sehr gut, wenn man unterwegs ist mit dem Auto, was wir ja mit meiner Frau vorhaben später. Wir haben immer gesagt, dann tun wir ein bisschen durch Thailand reisen. Chiu Chiu, sagt meine Frau. Also das heißt, ohne Ziel irgendwie unterwegs und dann irgendwo übernachten, nächsten Tag weiter. Wo schön ist, länger bleiben. Und dann braucht man halt so Resorts wie dieses hier, wo man übernachten kann. Ist eigentlich nicht voll ausgebucht, aber es sind schon viele Leute da, man sieht es an den Autos. Ja. Kleiner Tisch ist auch vor. Aber gut, man setzt sich doch lieber gleich in den Park als hier so neben den. Ist noch nicht ganz fertig halt. Man sieht, es ist noch ein bisschen Baustelle. Und weiter vorne gibt es dann schon das nächste. Also man findet die, wie gesagt, überall. Es ist nicht unbedingt direkt auf der Hauptstraße. Und ja. Okay, Leute. Man sieht hier Schaukel für die Kinder, eine Art Grill.
Aber wie gesagt, das ist jetzt Griller und so. Die meisten kommen halt nur, um hier zu übernachten und nächsten Tag gleich weiter zu fahren, ja. So, Leute, ich werde die Kamera etwas näher bringen und ich hoffe, dass man mich sieht. Die Sonne blendet. Ja, okay, das war's dann erstmal und schauen wir mal, wie das dann weitergeht mit unserem Kang und seinen Entlassungspapieren und so. Die Sonne blendet mir jetzt ins Gesicht und wie gesagt, das wird ein heißer Tag wieder werden. Wahrscheinlich werden es wieder so um die 42 Grad. Aber gut, solange wir im Auto sind, haben wir eine Klimaanlage und ja, ist auch immer ein Problem mit den Kindern, nicht mit den kleinen Kindern, mit der Wan Mai und dem Akin. Denen macht ja die Hitze auch zu schaffen. Aber ja, so ist es nun mal und wahrscheinlich dauert das Ganze noch eine Woche oder so. Und dann hoffen wir auch sehr auf Regen, hoffentlich kommt er bald. Okay, also euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand hier in Sakeo und tschüss.